direkt am Gottbusser Tor. Die Straße hinter mir, die ihr seht, kennt man ja. Da gehen wir im nächsten Video hin, versprochen. Und zeigen euch am Gottbusser Tor entlang, was hier so in den Hinterhöfen abgeht. Oder allgemein an den Häusern, wenn wir da reinkommen. Diesmal, in diesem zweiten Video, gehen wir in diese Ecken. Ja, weil hier gibt es auch sehr, sehr interessante Flecken, die wir auch mal so zeigen sollten. Also, folgt mir auf meine Reise durch den Gottbusser Tor und die ganzen Hinterhöfe und die Ecken, die ihr so noch nie gesehen habt. Mein Name ist J6. All in the Mix. Six, all in the Mix. Das war die Einleitung. Ich würde sagen, jetzt erstmal Daumen nach oben. Abonnieren, aktivieren, kommentieren. Folgt mir auf die Reise. Feeling wie New York, bloß in Berlin, Deutschland. Wer braucht New York, wenn wir Kreuzberg haben? Wer braucht New York, wenn wir am Gottbusser Tor sind? Wer braucht die Bronx, wenn wir am Kotti sind? Keine Sau. In dem Sinne wollen wir mal schauen, was hier so läuft. Die Ecke, also im letzten Video waren wir auf der Seite. Diesmal sind wir hier ein paar hundert Meter weiter auf einer anderen Seite. Wie gesagt, hier gibt es Ecken, die sind sehr vielseitig und die sind aus dem Nichts immer anders. Ja, dafür ist Kreuzberg bekannt. Wir gehen jetzt dahin. Allein das Häuschen, schaut euch an, wie das aussieht, Alter. Ich weiß nicht, was das darstellt. Ein Blumenladen, ein Imbiss, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass es hier auch abgeht, dass es hier Kreuzberg. Dann schauen wir mal, wo uns der Weg heute mal hinführt. Alter, hier direkt zum Hausflur. Auch geil gemacht. Hier direkt zum Hausflur, wie wir sehen. Graffiti. Und hier so ein Dönerladen, einfach in der Ecke. Das ist so der Vibe. Das feiern. Heftig. Pissecken. Gemischt mit Zeitungen. Pissecke und Zeitung. Könnt ihr euch eine nehmen. Die Dinger sind offen, wa? Aha, sehr gut. Alter, was ist das denn hier, Digga? Was geht ab? Alter. Die Hausflure. Alter, die haben auch schon viel bessere Zeiten gesehen. Alles verbogen und alles verdreckt. Alter. Gottbusser Tor. Meint ihr, weiter oben gibt es Spritzen? Weiß ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Wir gehen weiter. Fahrstuhl sah auch mal besser aus. Ciao, Alter. Ciao, Digga. Guck mal hier in den Wänden und so. Ne? So, wir hauen wieder ab. Einfach so offen, Freunde. Einfach so offen. Hier Löcher an den Ecken. Wie gesagt, hier gibt es gleich so einen Imbiss noch dazu. Ist halt dieses Krasse. Du bist irgendwo in einer ekligen Ecke. Ja, vor allem, ich meine, okay, es gibt krassere Ecken wie das hier, aber ihr kommt so raus. Gottbusser Tor. Boom, wir kommen so raus. Imbissweib. Und dann so ein Dealer. Arabischer Dealer. Sibi, Sibi. Der kommt raus und sagt erstmal zweimal Sibi. Bro. Also, Kreuzberg. Meine lieben Freunde. Heftig, wie alt schon dieses Graffiti hier ist. Auch super Graffiti hier. Ja. Zukunft steht drauf. Unsere Zukunft. Kreuzberg. Kinder. Kinder sind unsere Zukunft. Heftig. Muss erstmal entziffern. Steht immer Name. Echt, ja? Ja, das ist so lange her. Das ist heftig, lange, ne? Ist verstorben schon, ne? Krass, krass. Ein Amerikaner? Ja. Ja, Hammer, Hammer. Warst du mit dabei hier? Ja, ja, das ist krass, Respekt, 25 Bruder. Jahre her. Ja, ich sehe, das ist überall. Ich kenne es ja noch als Kinder, als ich das gesehen habe damals. Aber schade, ja, so die langsam, hätten, ja. Die hätten es so. Die Kinder sind unsere Zukunft. Leben, ich konnte das entziffern, weil ich kenne das noch von damals. Ja, guck mal, da haben die das Wissen gestellt. Krass, Mann. Ja, danke dir, Mann. Alles Gute, ja? Ciao, ciao. Einer der Creator, der gesagt hat, hier steht sein Name drauf. Heftig, aber das Ganze ist schon natürlich ein bisschen länger her. Schon alt. Krass, der wohnt sogar hier immer noch. Respekt geht raus an den jungen Mann.
ja, dass er mir auch gezeigt hat, was Sache hier ist. Ja. Heftig, ich kenne ja diesen Tag, der ist wirklich sehr, sehr alt schon. Hip-Hop. Auch ein Typ aus Amiland hat das damals hier mitgemacht, aus New York. Ich kenne ja die ganze History hier. Ja, auf jeden Fall, Freiheit für Palästina steht drauf. An der Ecke. Und natürlich dieses alte Gebäude hier, heftig. Kreuzberg. Wir gehen mal hier weiter in die Ecken, die wirklich sehr interessant sind. Direkt am Gottbusser Tor, ja. Naja. Chill, Digga. Das Leben ist chill hier. Als erstes hier Backpapier. Und dann erstmal so Sperrmüll mit einem Besen, mit einer Matratze, mit einem Schrank, Jacke, Vibes. Ich glaube, hier leben Leute, die ein bisschen abhängig sind. Ne? Hier eine Isomatte, sehen wir. Ja, das ist so. Ich glaube, das ist so die Ecke hier, wo Leute. Ihr wisst schon. Heftig, der hat hier einfach alles liegen lassen. Mütze, alles drum und dran. Ja, Mann. Auch eine heftige Ecke hier. Direkt die U-Bahn hier an der Seite. Hier gibt es schon heftige Ecken. Auch das hier, ein richtig krasses Biest. Aber das ist schon nicht mehr. Alt, sondern so ein bisschen älter, also jünger, also ist aktueller so ein bisschen. Gegen Rassismus und Ausgrenzung steht drauf. Super interessant. Da kommen wir schon zum nächsten Ort. Das machen wir erst, wenn wir hier ein bisschen was gemacht haben. Freiheit, Flow. HCV. Aber sehe ich auch zum ersten Mal. Ist auch krass, wie das aussieht. Freiheit an den Balkonen. Eins der Gebäude wäre auch sehr, sehr interessant. Mal sehen, ob wir da reinkommen. Let's go. Kreuzberg. Eigene Vibes. Ist das Ding sogar offen oder was? Mal schauen. Nee, der war nicht offen. Ich dachte, der war offen. Bist ja assi. Ja. So. Was gucken wir uns doch die Ecken hier an? Ja, Freunde, das ist halt Kultur und Geschichte. Kreuzberg. Sorry, ich bin weg. Hast du mir eine Pause gegeben? Bitte? Ja? Das ist super. Also, ach so, das waren Sie. Eine Fotografin? Aus Beruf oder ist das Hobby? Warum? Hobby? Machen Sie als Hobby Fotografie? Nein, ich auch Hobby und Beruf. Also nicht zum Verkaufen, sondern einfach in meiner Seite so. Ach so, für Sie halt. Okay, ja. Ich verstehe. Sie haben ein Pink und dahinter auch so Pink. Verstehe. Vielleicht ja so das bisschen. Genau, so, dass ich so Ihre Pink sehen kann. Ja. Kreuzberg ist interessant, ne? Sehr interessant, Kreuzberg. Ja, das ist das nicht wunderschön? Sehr schön, sehr schön. Ich mache ja auch Videos gerade über Kreuzberg. Ja? Wie schön. Ein Video? Ja. In YouTube? Genau. Ein internationaler Ort, ein wunderschöner Ort. Kreuzberg. Genau. In Seite Kreuzberg. Gottbusser Tor. Alle Ecken vom Gottbusser Tor zeigen. Okay, super. Alles Gute. Viel Erfolg. Dankeschön, genau. Ciao. Eine sehr nette Frau. Ja, zeig mal was. Boah, wow, was sind das für Gebäude, Alter. Jetzt gucken wir mal, was hier so abgeht. Alter, die Gebäude. Heftig. Seht ihr, dafür bräuchte ich jetzt eine Drohne. Aber die Drohne ist kaputt. Hol mir eine demnächst. Ja. Wieder. Muss ein bisschen sparen, ein paar Monate dazu. Ein, zwei Monate habe ich eine neue. So, gespannt, was hier so drumherum ist. Hier wie so eine Art unter der Brücke. Ja, und mal sehen, wie die Gebäude hier so aussehen. Ja, ist Kunst vorne. Guck mal hier nochmal die andere Seite. Die Wand kennen wir, die ältere Wand hier.
Aber das ist hier nochmal eine andere Seite. Free Gaza nochmal drüber gestrichen. Auch sehr, sehr angenehm hier. Vom Stil. Kunst. Soziale Stadt. Loyal. Hier sind die ganzen Worte, Freunde. Dafür steht Berlin-Kreuzberg. Dafür steht Berlin-Kreuzberg. Gegen Rassismus, für Kunst und Loyalität. Alles auf der Wand. Crazy. Hinterhöfe am Kottbusser Tor. Mal sehen, was da so abgeht. Tore sind offen. Kurz ein kleiner Sneak Peek und dann gehen wir weiter. Ihr seht an jeder Wand. Wow, kleiner, unscheinbarer Hinterhof. Ihr seht die Wohnsiedlungen drumherum, Spielplätze. Ja. Komm, wir gehen mal weiter. Wir wollen ja noch einiges schaffen hier heute. Ja, es ist ein Ort, der für sich spricht, Freunde. Ja, Mann, interessiert mich sehr. Natürlich können wir nicht alle Hausflure checken oder alle Hinterhöfe, aber wir probieren einfach so von der Südseite, wo wir jetzt gerade sind, auch so ein bisschen die Umgebung drumherum zu checken. Reicht ja schon, wenn wir zum zweiten, jeden zweiten oder dritten Hinterhof reingehen. Dann reicht das schon auf jeden Fall. Vibes in Kreuzberg, Freunde. Wunderschönes Wetter dazu. Und jedes Haus ist mit Graffiti. Jedes einzelne Gebäude. Das wollte ich nochmal dazu sagen. Wirklich jedes. Schaut euch um. An der Tür, am Gebäude, am Gebäude, am Gebäude. Überall. Überall. Das ist so das Leben in Kreuzberg im Hintergrund. Ja. Direkt im Zentrum. Kreuzberg. Was steht da? Jens Nieder. Was? Jens Nieder Gymnasium. Hey, was ist das? Grundschule, würde schon sagen, alles klar. Hier sind die Vibes. Hier müsste man nochmal irgendwo in den Hausflur gehen und gucken, ob da ein paar Spritzen sind. Weil hier leben auch die Kandidaten. Ja, und konsumieren. Naja. Kohlfurter Straße. Kreuzberg. Eine Grundschule haben die hier, dann so ein Ding in der Mitte. Als würde die Zeit ablaufen und die Menschen wissen nicht, was sie tun. Und als eine Art Typ, der nach vorne schaut, in die Zukunft. Als wäre das der Teufel, der die Menschen auslacht. Seht ihr das? Die Zeit läuft ab, die Menschen wissen nicht, was sie machen sollen. Es ist jetzt meine Interpretation. Ja? Meine Interpretation. Das Wort ist schwer. Interpretation. Ja. Frühstücksladen hier so an der Ecke. Dann die Grundschule Admiralsstraße. Super interessant hier, was abgeht. Gehen wir mal weiter da an die Ecken und schauen, was da so läuft. Naja. Auch hier sein eigener Vibe. Wie gesagt, in Kreuzberg an jeder Ecke, an den Wänden, seht ihr auch hier, selbst die Grundschule wird nicht verschont. Ja, also die Tags sind natürlich überall. Ja. Kaum zu übersehen, oder? Könnt ihr euch vorstellen, so in die Schule zu gehen? Das ist eine typische Berliner Kreuzberger Grundschule. Ja.
Und das ist der Vibe. In Berlin haben wir coole Schulen und coole Lehrer. Heftig, wie das aussieht. Auf der anderen Seite übrigens auch. Weil sie gedacht habt, nee, hier auch. Heftiger Vibe. Ich glaube nicht, dass das die Kinder stört. Ja. Überall, Alter. Einfach nur überall. Bronx-Vibes, New York, BX, aber in Berlin. Ja, Freunde, eine sehr eindrucksvolle Gegend. Und ja. Selbst die inneren Gebäude der Schule werden nicht verschont. Schaut mal. Ja. Selbst drin überall. Heftig. Nicht nur außen. Auch im Inneren der Schule. Schön zu sehen hier. Auch mit den Gebäuden. Hier die Schule. Gehen wir mal weiter. Hier an den Gebäuden geht es weiter übrigens. Kiosk. Späti. Ja, wir sind hier komplett im Kiez. Ja, das ist komplett Kreuzberg, Cottbusser Tor. Vibe. Das ist hier auch eine richtig schöne Ecke. Ja. Die gefällt mir auch auf jeden Fall. Man fühlt sich schon wohl hier, ne, wenn man spazieren geht. Ist ein bisschen ranzig, aber das ist Berlin. Ja. Sehr viele junge Menschen hier, die hier unterwegs sind, vor allem an den Wochenenden. Sehr viel am Freitag, Samstag. Ja. Naja, schaut euch selbst um. Familien aus Spanien, aus Peru habe ich schon gesehen, aus wo auch immer ihr her wollt. Ja? Sehr, sehr viele verschiedene Nationalitäten. Hier leben über 160 Nationalitäten in Kreuzberg. So, jetzt sind wir hier an einer Ecke. Fränken, Admiralstraße. Ecke Fränken. Fränkenstraße. Touristen ohne Ende. Familien ohne Ende. Parks an den Ecken. Der Sonnenvibe hier. Allein hier an der Brücke hier. Und hier. Tourist Vibes. Sehr interessant. Ja, der Vibe ist definitiv in Kreuzberg. Wenn du nach Berlin kommst, musst du hier gewesen sein. Nicht kannst, sondern du musst hier gewesen sein. Ja, also hier versammeln sich meistens immer jüngere Leute, Studenten, Touristen. Ja, verschiedenste Nationalitäten natürlich. Aus verschiedenen Nationalitäten. Ich wiederhole das nochmal wegen dem Wind. Und ganz oben ein Typ, der einfach bohrt, oder was? Auf dem Dach. Geiler Typ. Respekt geht an den Typen für heute. Achtung. Der Arbeiter. Geiler Typ, der zieht durch. Freunde, das ist hier Kiez. Kiez Kreuzberg.
näher Cottbuser Tor. Ihr seht, jede Ecke ist hier anders. Plötzlich ist hier alles voller Leben. Schaut euch das an. Dankeschön. Mach's gut. Der Taxifahrer hat mir erstmal einen Daumen nach oben gelassen. Im Real Life. Geiler Typ. Ja. Also hier nochmal schön zu sehen, der Kiez. Ja. Leute aus aller Welt sind hier. Und sie sind alle super freundlich. So habe ich das Gefühl. Ja. I cannot walk anymore. Bitte? Achso, ich kann gar nicht mehr laufen. Ah. Ich dachte, Sie sind nicht aus Berlin oder so. Nee, können Sie bitte sich hinsetzen. Also. Ja, danke, alles danke. Gut. Sind Sie auch Tourist? Nee, ich wohne hier. Ach, Sie wohnen hier? Alles klar. Ich wohne auch in Berlin. Genau. Ach, gut. Ja, ich bin gerne hier im Kiez bei euch. Ah. Super interessant. Gut, ja. Oder? Ja, super. Aber Sie sind auch neu dazugezogen, oder? Nee, ich wohne hier schon ein paar Jahre momentan. Okay. Ich bin schon ein paar Jahre in Berlin. Ja, Hammer. Gefällt es Ihnen, ja? Ja, ja, mir gefällt es. Zwischen Graffiti und Boogie Down Berlin, ja? Ja, was? Ist was anderes. Ja, ist Hammer, ist Hammer. Ich war ja in New York öfter. Ah, wirklich? Und ja, Berlin ist halt Berlin. Ja? Also es ist, gibt nichts anderes außer Berlin-Kreuzberg, Neukölln, die Ecken halt. Ja? Ich nehme an, Sie sind Urberliner. Ich bin seit 93 in Berlin, seitdem ich sieben Jahre alt war, genau. Ah, cool. Ja. Ich meine, wie gesagt, ich war in der Bronx, ich war jetzt auch in New York, ein paar anderen Städten, Spanisch Harlem. Ich war auch in Brooklyn und hast dich gesehen, Manhattan. Aber Berlin hat nochmal so was Eigenes, es zieht einen immer zurück. Ich war schon fast überall, außer Australien. Außer Australien. Und in Los Angeles wollte ich auch leben, war ich auch ein halbes Jahr. Ah. Aber ich kam wieder zurück nach Berlin. Okay. Keine Ahnung warum. Das Leben hat Familie, yeah. Freunde. Ja, auch das, aber der Vibe ist halt wirklich sehr speziell. Es zieht einen immer wieder zurück nach Berlin. Ich hätte alles haben können, auch in Los Angeles. Aber ich habe es nicht genommen. Ich habe dann mich für Berlin entschieden wieder. Die Frage ist, was man will, oder? Ja, sag mal, ja. Wir müssen nicht nach New York, wir haben Berlin. Das heißt alles, die Frage ist, was man will. Ja, alles klar. Danke für das Gespräch. Gerne, gerne. Woher kommen Sie denn ursprünglich? Was denken Sie denn? Sie nehmen mich nicht auf, oder? Ich nehme mich auf. Genau. Mit Video? Bitte? Mit Video? Ja, Sie müssen ja nicht beantworten, wenn Sie nicht wollen. Alles gut. Aber ich mache einen Vlog für mich. Ja. Okay, ich komme aus Tel Aviv. Tel Aviv kommen Sie? Ah, okay, krass. Israel ist in der Haus. Nice. Und es gefällt Ihnen auch hier? Ja, besser? Ja. Wie gesagt, es hat hier so einen ganz eigenen Stil hier alles. Hier wohnen über 160 Nationalitäten. Sogar viel mehr. Und in Tel Aviv übrigens war ich auch schon mal. Ja, ist super schön. Natürlich, ist auch kein Vergleich. Ja, alles klar. Alles Gute Ihnen, ja? Wollt Sie nicht voll quatschen? Ja. Ciao. Ja, krass. Freunde, wir haben Leute aus Israel mit am Start. Ja. Hammer. Kurz mal ein Smalltalk hier mit dem Kollegen gehalten. Er ist ein cooler Typ gewesen. Cooler Typ. Ja. Also wenn ich sage, wir haben alle Nationalitäten, dann haben wir wirklich alle Nationalitäten. Ja. Der Vibe ist unvergleichbar, Freunde. Einmal ganz kurz hier an der Ecke nochmal. Und ja, Hammer. Mir wird sogar warm. Kann man gleich die Jacke ausziehen. Kiez, Kreuzberg, Vibe. Sorry. Alle Nationalitäten, Freunde, alle. Hier nochmal ein Eisladen an der Ecke, hier kommt man aber gar nicht ran, weil hier die Schlange viel zu groß ist. Ansonsten, ja, cooler Ort. Fällt mir sehr. Eisläden. Wie das hier. Grimmstraße. Da ist eine coole Ecke. Böckstraße. Grimmstraße, Böckstraße an der Ecke. Ja, hey, der Ort spricht für sich, Freunde. Hammer. Super freundlich, der Mann aus Israel gewesen. Und ja, das ist so der Vibe, den die Leute hier verspüren, den die Leute hier anzieht, der die Leute hier anzieht, weil sie gerne hier wohnen und gerne hierher kommen.
Ja, hier ist halt alles auf einmal. Ne? Ihr habt verrückte Ecken, ihr habt schöne Ecken. Ihr habt dieses Abgescherbelte, Abgefuckte, das gefällt ihnen. Dann haben wir hier solche Ecken, die jetzt weiter weg sind, die sauber sind. Guck mal hier, hier nicht mal ein Graffiti, gar nichts. Das sind so noble Ecken in Kreuzberg. Das sind auch sehr, sehr teure Ecken. Das könnt ihr nicht bezahlen hier. Ja? Ich würde sagen, das war es auch schon mit dem Video. Das war wieder eine weitere Ecke in Kreuzberg am Kottbusser Tor. Der Typ bohrt immer noch, Alter. Das ist der Geil. Er ist der Geilste, Digga. Freunde, wir sind draußen. Ich danke euch für den Vibe. Ich danke euch für den realen Vibe, dass ihr immer mit dabei seid. Als Zuschauer mich immer auf meinen Reisen begleitet. Für mich sind das auch nur Reisen mit Erinnerungen verknüpft. Und irgendwann werden wir ja auch alle älter. Irgendwann bin ich alt und schaue mir diese Videos an. Ja, dann braucht keiner Scheiße, mir zu erzählen. Dann zeige ich meinen Kindern einfach die Videos und sage, hey, wieso soll man so viel erzählen? Man kann es ja einfach mal zeigen, was vorher mal war. Ja, daher sind auch die Videos sehr, sehr wichtig für mich. Man muss auch immer in die Zukunft schauen und auch sagen, hey, du hast so ein bisschen Footage, was online unterwegs ist, das kannst du später deinen Kindern zeigen. Was hat eigentlich mein Papa getrieben dein Leben lang? Kann man sagen, guck mal hier, kein Bullshit, kein Fake. Ja, was soll ich sagen, Alter? Falls es einen dritten Weltkrieg irgendwann mal gibt und alles wird verschollen sein, werden diese Aufnahmen irgendwann auftauchen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Sehr sicher. Dann sagen die, was? Menschen haben damals Vlogs gemacht? Was ist das für ein Typ, der rumläuft und uns alles zeigt? Ach, so sah das damals hier aus. Ich hoffe, es bricht kein dritter Weltkrieg aus. Ich sag ja nur. Ich sag ja nur. Aber ich habe meinen Stempel auf jeden Fall dann sicher. Freunde, man muss in die Zukunft denken. Man muss seine Unterschrift da lassen. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wir bleiben weiterhin am Kottbusser Tor. Ihr seht, die Ecke ist unglaublich. Mein Name ist J6. Six all in the mix. Und ich würde sagen, wenn euch jetzt die Reise gefallen hat, jetzt auch hier mal ich kann nicht mehr reden. Ist schon geil, ich habe voll Bock auf dem Eis gerade. Ebenfalls auch nochmal einen Daumen nach oben hier. Aktiviert, abonniert und kommentiert. Ganz, ganz wichtig. Ja, wir hören uns bis zum nächsten Video. Liebe Grüße aus Kreuzberg. Berlin-Kreuzberg. Direkt am Kiez. Peace.